Wo geht's hier hin? Geht's hier in den Hufflepuff Gemeinschaftsraum? Boys Dorms Upstairs. Ja, Girls First Years. Oh, das ist ja herrlich. Das hat der ja richtig geil gemacht. Action Man Media, my man. I don't know if you ever will watch this video, but I love you, man. No homo from Germany. Yeah. No homo? No, greetings from Germany. Yeah. And no homo. Alter, Leute, der Typ ist so... Ich könnte den, ne? Also, wenn es ein Mädchen wäre... Hohoho, ihr wisst, ne? Also, jeder von meinen Zuschauern, der irgendwie älter ist als 7, der weiß, dass man mit Mädchen ganz viel Spaß haben kann, ne? Aber da muss man erstmal irgendwie über 7 sein, so. Das habe ich mir jetzt einfach nur ausgedacht, das Alter, aber fuck mal einen drauf. Ab hier, nee. Ey, Leute, ich bin gerade so höchst motiviert hier. Das ist richtig geil. Boys for dir sah. Da hast du dich verschrieben, Kollege. Ein A zu viel. Aber das ist gar kein Problem. Sag mal, wo hat der hier eigentlich die Diamanten überall reingepackt, Mann? Also sowieso, um so eine Map zu machen, braucht man... Und das wird ja immer behauptet, ne? Das stimmt ja gar nicht. Ich wollte jetzt sagen, da braucht man gar keine Hobbys, aber das ist dann ja so ein Hobby. Also wirklich hier die Maps zu kreieren und das ist ja nicht mal eben hier, hä? 5 Minuten Arbeit und dann hast du so eine Karte, sowas. Und das hier hinten für 2 Truhen. Zeig mal. Diamant Nummer Uno. Und Diamant Nummer Nullo. Das ist ja auch mal was Feines. Könnte ich jetzt vielleicht mal die Bilder, ne? Das sieht hier so ein bisschen leer aus. Ich weiß ja nicht. Ich kleister mal die eine Wand voll. So. Sieht doch schon viel schöner aus in eurem Gemeinschaftsraum. So, Boys 7 Years. Hier, 7. Jahr, die Jungen. Die brauchen nur 4 Betten. Das sind nur 4. Ja, die haben beide so eine Doppeltruhe und dann passt das. So, Boys, ich glaube, da bin ich jetzt fertig, oder? Boys 6 Years, war ich hier? Ja, ne? Sonst wäre die Tür nicht auf. Wieso frage ich mich eigentlich, ob ich da war? Natürlich. Lalalala, 4, 1, 5. Hier bin ich im Kreis gelaufen, oder? Habe ich recht? 2nd, 3rd, ja. So, mal kurz hier am Arm kratzen, so ein bisschen. Moment. So. Muss ja auch mal sein, ne? Ich meine, wir sind ja alle Menschen, ne? Da gibt es ja heutzutage sowieso. Also, einerseits gibt es viele Tabus, andererseits... Ja, leg die Schlappen. Wow, Hilfe! Was war das? War ich das? Leute? Ich hab... Das war ich. Ich hab aus Versehen eben hier... Hoppo, mit dem Pfeil. Heftig, ich dachte schon, hier wäre ein Skelett. So, Girls First Year, da will ich ja gar nicht hin. Ich will nämlich hier zu den... Ah, haha, hier haben wir es. Girls Second Years, so, das ist ja schon mal ein Anfang. 2. Klasse ist man nämlich auf Hogwarts 12. Genau, man wird mit 11 eingeschult in Hogwarts. Dann müsste ich jetzt hier 3er-Bereich gehen und aufwärts. Da wird so langsam interessant. Okay, hier sind sie 13, ist auch nicht interessant. Auch kein Diamant. So, ach nee, hä, was war denn das? Fourth Years, ach, hier sind sie 14, hier sind sie 13. So, hier sind die 13-jährigen Mädels am Gange, hier schlafen sie. So, und hier sind die, die 15 sind. Haha, so, jetzt hier, jetzt nähere ich mich langsam mein Ziel, schade. In den Truhen haben wir keine Klamotten gefunden von Mädchen. Diverse Klamotten, ihr wisst ja alles, was ich meine. Oh, wieso? Ich will das... Hier, die 17 sind, ne, hier. 7 Years, die haben alle Slips und BHs in den Truhen. Ne? Oder doch nur einen Diamanten. Ne, aber ich will dieses Let's Play eigentlich gar nicht so pervers machen. Aber wir sprudeln hier... Ihr müsst euch so einen etwas dickeren 15-jährigen Jungen vorstellen. Ja? Der vorm Computer sitzt. Sich hier gerade einen abfreut. Ein bisschen redet, seinen Desktop anschmunzelt und sich einfach nur freut. Das ist so herrlich. Es ist einfach nur, ich feiere mich gerade einfach selbst. Es kommt ein bisschen arrogant und scheiße, ich weiß, aber tut mir leid, tut mir wirklich leid.
Ihr wisst, so einer bin ich eigentlich nicht, war ich nie, aber irgendwie, ich find's einfach nur... What the fuck? Schnell hoch hier, schnell hoch hier, schnell hoch, 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 hoch hier. Ich frag mich gerade, wir haben ja jetzt den ersten Button betätigt, ne? Was kommt denn da? Hier beim zweiten. Nix? Ach! Ah, okay. You might belong in Hufflepuff. Where? Was jetzt passiert? Hallo? Hier, ich habe doch gerade was gehört. Aber das hier, ja genau, hier musst du die Frage beantworten. Ach so. They do not wish to spoil. Dann passiert nichts. Guck, hier auch nicht, hier. Aber hier. There are just as loyal. Ja, genau, genau. Du bist vielleicht ein Hufflepuff, wenn du irgendwie... Aha. 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 Leute, wir haben die Küche gefunden. Sehr schön. So, die Küche. Hier, gibt's im vierten Teil, war das der fucking vierte? Ja, das müsste der vierte gewesen sein. Da gibt's ja Besuche, beim guten alten Dobby ohne Ende, ne? Also hier von Belfer. Das hatte mir, glaube ich, auch einer beim allerersten Part von Hogcraft geschrieben. Damals ist mir der Name nicht eingefallen. B-Elfe-R. Verzeihung, es heißt nicht Belfer. Ron. Oh, Ron Weasley. Und Fresh Dumbledore. So, 62 Diamanten. Ich denke mal, das ist auch schon wieder zu viel des Guten. Also, was wir hier jetzt... Ha, 63 Diamanten. Doch noch einer versteckt. Sehr schön. So, dann gehe ich mal weiter. Tralalalala. Wir haben die Küche entdeckt. Und die Küche ist auch so ein bisschen hier. Hallo, mach das mal schöner, Action Man Media. Also du machst das gut, aber du machst das irgendwie... Ja, okay, es muss ja auch... Also er versucht es natürlich originalgetreu. Ist natürlich, soll natürlich originalgetreu sein und bleiben. Hier sind wir bei den Dungeons. Und hier ist die große Treppe. Ah, hier war ich nämlich noch gar nicht. Die habe ich nämlich noch gar nicht gefunden. Weil ich Lappen nämlich irgendwo lang gelaufen bin, aber ich hab's die... Ja, ich hab die... Oh, jetzt haben wir's, jetzt haben wir's. Ich war die ganze Zeit so verplant, so. Wir sind ja in Version 2, ne? Das heißt, wir haben vom alten Spielstand her das alles noch gar nicht gehabt, bla. Deswegen war ich auch noch nicht hier. Und deswegen haben wir hier auch Chainmail-Helm. Moment mal, was? Nochmal. Wartet mal. Diamond-Helm und das ist... Ein roter Helm. Da trinke ich doch gleich mal ein Bucket of Milk drauf. Also hier, das gibt gleich... Ah, schönes Bierchen. Trophy Room. Ja, genau. Also der, das Pokalzimmer. Der Trophäenraum. Hier kann ich natürlich jetzt auch reingehen, weil... Blub, Diamant. Und... Her damit. Ey, du... Außenseite. Ach so, ach genau, da kommt ja ein nächster Stack. Ich wollte gerade sagen, was soll denn das hier? Das soll der 65. Diamant sein. Nee, aber hier, guckt. Das ist gut, dass ich... Ich kenne ja noch ein paar Verstecke, beziehungsweise ich weiß ja noch ein bisschen. Wirklich nur noch so ein bisschen was aus dem Let's Play von der Version 1. Hier werden wir uns erstmal Hauspunkte geben, nicht Slytherin. Okay, einen für Slytherin, einen für Ravenclaw. Hier, Hufflepuff. Komm, Hufflepuff nochmal. Komm. So, und jetzt hier. Gryffindor for the win. Ich kann sie leider nicht aufheben. Auf jeden Fall werden wir mal jetzt hier hochgehen. Und ich frage mich, was der neue Hut uns bringt. So ein roter Chainmail-Helmet. Ich würde ja jetzt gerne mal... Moment, das machen wir mal. Komm, so pingelig bin ich nicht. Options, Language. Wir machen mal hier einen auf Deutsch. So. Aha. Wieso habe ich denn Kettenhaube, Diamantenharnisch? Eisenschwert, Bogen, Lore, bla. Ich würde mal sagen, Leute, das Let's Play, ne, ist auf Deutsch, geht auch auf Deutsch jetzt so weiter, denke ich mal. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit die Schrift nicht haben und überhaupt die Namen, also dieses auf Deutsch hier, Magma-Creme, Leuchtsteinstaub, Milch, Pfeil, Zucker, Bogen, Karte, ja. Aber lässt sich mitarbeiten, ist okay. Ja, dann würde ich mal sagen, das war's mit der englischen... Ausgabe von Minecraft bis... Moment mal. Was bringt das? Bringt das irgendwas? Nee? Nee? Nö.
Jo, das war die große Halle. Da haben wir dann schon mal ein paar Diamanten gefunden. So, und hier, hier, original hier am Anfang, da war ich nämlich noch gar nicht. Hier, da, so eine leichten Spirenzien, hier ein Diamanten und hier gleich ein Geheimweg. Das kenne ich ja noch gar nicht, also... Oh, okay, das wahrscheinlich schon. Aber hier zum Beispiel die Schilder kennen wir aus Version 1. Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry, founded by ActionMan 1995. youtube.com/ActionManMedia. Reinschauen. Ist sein YouTube-Kanal, da macht ihr nichts falsch. Also wirklich der echte und so, ne? So, und jetzt muss ich mal hier... Ich weiß, ich gehe gerade in eine Richtung, wo ich eigentlich nicht unbedingt lang gehen müsste. Aber... Ich bin, glaube ich, schon auf dem richtigen Weg dahin, wo ich hin wollte, hin will. Und ich habe es auch jetzt schon gesehen. Da werden wir hingehen, definitiv als nächstes. Denn da hat irgendwie meine letzte Folge aus Staffel 1, also aus der ersten, von der ersten Map noch, von dem Let's Play von Version 1, da hat das Let's Play nämlich, glaube ich, aufgehört. Hier, wir gehen jetzt zum, ich darf es euch präsentieren, gebaut von ActionMan Media. Von mir jetzt hier die Map. Let's Play kommentiert. Ja, Dangerous 2012. Ich präsentiere euch das Quidditch-Stadion von Hogwarts. So, Moment. Hier ist es gleich. Hier ist es. Hier müsste es gleich sein. Hier. Da, 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 da. Wir holen uns erst die Diamanten auf der ersten Ebene, also auf der untersten hier. Danach gehen wir runter, hoch und dann nochmal ganz hoch. Weil ich weiß auf jeden Fall noch, dass es hier mehrere Steigungen gibt. So, gehen wir mal aufs Feld. Boah, ist das zu fassen, ey. Ravenclaw, Hufflepuff, Phantom, Slytherin, Gryffindor. Okay, jetzt ist die Zeit, wo ich runtergehen muss, denke ich. Ja. So, gehe ich mal runter. Nächsten Diamant. La 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 la. Am besten noch müsste man... Oh, das müsste irgendwie ein Mod geben, ne? Dass man hier so... Oder einfach das ganze Spiel anpassen. Also hier jetzt, Minecraft. Einfach so daran anpassen. Hier mit dem Besen lang fliegen. Aber dann... Ich weiß nicht, ob das mit Mods so eine geile Idee wäre. Das ist ja gar nicht immer so hammer umzusetzen meistens. Aber ich weiß ja nicht. So. Hier haben wir jetzt auf jeden Fall eine Treppe. Gehen wieder hoch. Hier war ich. Bla. Hier auf dieser Ebene. Dann gehen wir jetzt das erste Mal hoch. Das meine ich nämlich. Hier gibt es diese Ebene. So. Bla. Da kann man jetzt einmal durchgehen. Und dann geht es nämlich noch einmal ein höher. Das machen wir gleich. Die ganze Türme. Obwohl. Ja, das kann ich auch sofort machen. Der Slytherin und Gryffindor Turm. Je nachdem, wer hier denn jetzt so spielt, ne? Wenn zum Beispiel Gryffindor gegen Ravenclaw... Ich wollte runterspringen, danke. Wenn zum Beispiel Gryffindor gegen Ravenclaw spielt, ist es ja klar, dass, ne? Gryffindor-Fans sich hier oben alle versammeln und Ravenclaw... Moment. Da drüben. Hier, man hat eine gute Aussicht aufs Spielfeld. Und was mir gerade nicht so zusagt, ist, dass da die Sonne... ActionMan Media steht da hinten im Stein. Wie geil ist das denn? Da werden wir auch nochmal hingehen. Also das Denkmal da, das werden... Autsch. Das werden wir uns nochmal angucken. So, jetzt muss ich mal gucken. Hier, war ich hier schon? Hufflepuff? Nee, ne? Der Hufflepuff-Turm, da gehen wir auch nochmal schnell hoch. Und ihr merkt schon, es ist dunkler geworden. Das kotzt mich gerade mal... Hallo? Moment. Wir spielen eh auf Peaceful. Nicht wundern, wenn ihr jetzt noch ein paar Mal dieses Krsch hört. Also wenn man sich hier abpackt. Ich jump hier jetzt nämlich nur noch runter. Weil es mir gerade relativ egal ist, was mich interessiert. Hallo? Hier sind keine Truhen. Wie zum... Denkste, ActionMan.